Hallo, hier geht es heute ums Klima. Ein bisschen genauer gesagt, um Plastik, denn davon gibt es ja viel zu viel auf dieser Welt. Die Münchner Autorin Veronika Wickert hat dazu eine tolle Geschichte geschrieben. Die Klimachecker – Schluss mit Plastik. Das Buch ist im World for Kids Verlag erschienen. In dem Buch gründen drei Kinder ihren eigenen Verein, die Klimachecker, und kriegen es auch gleich mit richtig fiesen Klimabetrügern zu tun. Aber mehr verrate ich jetzt nicht, denn es soll ja spannend bleiben. Veronika Wickert liest jetzt ein Stückchen vor und dann hören wir mehr von der Geschichte. Hallo, ich beginne jetzt einfach mal mit dem Manifest, das die drei Klimachecker Marlin, Trixi und Albert verfasst haben, als sie ihren Klimaverein, die Klimachecker, gegründet haben. Manifest. Wer sagt, kommt endlich zur Vernunft, der kennt uns ganz schön schlecht. Wir sind die Generation der Zukunft und rufen jetzt erst recht. Wer denkt, das klingt nur nach Gemecker, für den tut's uns wirklich leid. Denn wir sind die Klimachecker und jetzt ist unsere Zeit. Das nächste Kapitel, aus dem ich vorlesen möchte, ist das Kapitel, in dem Marlin mit ihrem Vater auf eine Fridays for Future Demo geht und total fasziniert wieder nach Hause geht. Wir sind hier, wir sind laut. Dann war es endlich soweit. An einem wolkenbedeckten Freitag im März machte ich mich zusammen mit Paps auf den Weg zum ersten globalen Klimastreik. Ich war so aufgeregt, wie ich das normalerweise nur zu meinem Geburtstag oder kurz vor Weihnachten bin. Als Paps und ich auf dem Marktplatz ankamen, war schon eine Menge los. Überall standen Kinder und Erwachsene mit Transparenten herum. Sie riefen Parolen wie, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Oder Billigflüge, eine Lüge. Überrascht hatten mich die vielen Polizeibusse, die auf einem gegenüberliegenden Parkplatz standen. Ängstlich fragte ich Paps, ich dachte, dass es eine friedliche Demo wird. Wozu denn die ganze Polizei? Paps lächelte und drückte meine Hand. Keine Sorge, Zuckerblume, die sind nur zur Sicherheit da. Wir entdeckten noch einen freien Platz und huschten schnell in die Menge. Das Plakat von Trixi, Einstein und mir hatte ich fest unter meinen Arm geklemmt. Nach und nach füllte sich der Platz mit immer mehr Menschen. Schon bald war es so voll, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte. Ich weiß nicht, wie lange wir da in der Kälte standen. Zum Glück war endlich wieder Winterwetter. Vielleicht 10 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde. Doch ganz plötzlich setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Paps und ich ließen uns einfach mitreißen. Ich hielt mein Plakat hoch und rief wie die anderen um mich herum, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ziel war das 1 Kilometer entfernte Rathaus. Dort wollten die Veranstalter unter dem Büro des Bürgermeisters ihre Kundgebung durchführen. Im Schneckentempo ging es weiter. Etwa 10 oder 15 Polizisten begleiteten den Demonstrationszug am Rande. Die Straßen waren dicht. Paps und ich wurden von der Menge regelrecht nach vorne geschoben. Von überall her waren die Rufe der Demonstrierenden zu hören. Es waren melodische Rhythmen, die manchmal fast schon wie Rap-Gesänge klangen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Plötzlich wurden die Rufe der Menschen jäh unterbrochen. Schickt eure Kinder lieber wieder in die Schule, rief eine alte Frau im grauen Wollmantel. Sie stand zusammen mit einer anderen Frau und 2 Männern am Straßenrand und pöbelte rum. Unverantwortlich, rief die Frau erneut. Ihre Begleiter riefen, Faulenzer, und von wegen, ihr kümmert euch um eure Zukunft. Es breitete sich Unmut unter den Demonstrierenden aus. Manche schüttelten nur ungläubig die Köpfe. Wieder andere brüllten zurück, die Störer sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Das machte die 4 nur noch aggressiver. Ich sah Paps an, er sah mich an. Dann brüllte er wütend, lassen Sie uns gefälligst in Ruhe! Eine Frau neben uns, die ebenfalls mit ihren Kindern zum Schülerstreik gegangen war, rief erbost, um ihre Zukunft geht es ja nicht mehr. Bam, das saß. Jetzt hoben die 4 drohend ihre Hände.
Zum Glück dauerte es nicht lange und zwei Polizistinnen waren zur Stelle und kümmerten sich um die vier Demostörer. Ich atmete erleichtert auf. Dann ging es weiter Richtung Rathaus. Als ich zusammen mit den anderen 1000 Demonstrierenden durch die Fußgängerzone geschoben wurde, fühlte ich mich plötzlich unheimlich stark. Ich spürte, dass ich das Richtige tat. Es ging um meine Zukunft und um die Entscheidung, wie ich diese Zukunft haben wollte. Was ich bereit war, dafür zu tun und wie viel dafür zu opfern. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Diese Zeilen waren so stark, die Rufe so mächtig. Ich wurde so sehr in ihren Bann gezogen, dass ich zuerst überhaupt nicht mitbekam, wie wir plötzlich zum Stehen kamen. Fast wäre ich über eine Mutter und ihren kleinen Sohn gestolpert. Verblüfft drehte ich mich zu Paps um. Jetzt startet gleich die Kundgebung, erklärte er mir. Ein junger Mann und eine junge Frau, vermutlich beide aus der Oberstufe, kletterten auf eine kleine Holzbühne. Der junge Mann hatte lange Rasterzöpfe und ein freundliches Gesicht. Er nahm ein Mikro in die Hand und rief: Wir sind hier, weil es um unsere Zukunft geht. Applaus und Ja-Rufe aus der Menge. Wir sind hier, weil uns die Politikerinnen und Politiker nur zuhören, wenn wir die Schule schwänzen. Noch mehr Applaus. Wir sind hier, weil wir wollen, dass die Politikerinnen und Politiker endlich etwas tun, um die Emission der Treibhausgase einzudämmen. Wildes Johlen und laute Pfiffe. Jetzt ergriff die junge Frau das Mikro. Sie trug ein rotes Stirnband aus Wolle und hatte einen dunkelblonden Pferdeschwanz. An ihren Ohren baumelten riesige Kreolen. Wir sind hier, weil wir die 1,5% wollen. Erneutes Johlen. Schluss mit Kohlekraft, schrie sie weiter. Die Menge tobte. In den folgenden 2 Stunden, die wir vor dem Rathaus verbrachten, schrie und fieberte ich mit. Als wir später wieder zu Hause bei einer warmen Tasse Tee in der Küche saßen, war ich erschöpft und glücklich zugleich. Es hatte sich so gut angefühlt, so richtig. Da fasste ich wieder einen Entschluss. Gemeinsam mit meinen Freunden Trixi und Einstein würde ich für eine bessere Zukunft kämpfen. Und nachdem sie dann ihr Manifest geschrieben haben und ihren Verein gegründet, nehmen sie sich dann gleich einer Sache an, und zwar der Plastikvermüllung der Meere. Und auch aus diesem Kapitel möchte ich ein Stück vorlesen. Wir gehören zu den größten Plastiksündern. Ein Thema, das uns zunehmend zu interessieren begann, war der viele Plastikmüll, der immer mehr zu einem Problem für die Weltmeere geworden ist. Diese Dinger hier sind echt Gift für die Umwelt, sagte Einstein eines Nachmittags. Mit spitzen Fingern hielt er die Plastikfolie hoch, in der unsere Lieblingsschokokekse eingewickelt waren. Wir hatten uns im städtischen Hallenbad zum Schwimmen verabredet und machten gerade in der Nähe des Schwimmerbeckens eine Pause. Kein Wunder, dass wir zu den größten Plastiksündern Europas gehören, fügte Einstein hinzu. Trixi und ich verschluckten uns fast an unseren angebissenen Keksen. Was? Riefen wir im Chor. Obwohl wir in Deutschland immer so brav unseren Müll trennen? Fragte ich ungläubig. Ja, aber... Einstein rückte seine Brille zurecht. Andere Länder tun das mittlerweile fast besser als wir. Er holte ein Stück Papier aus seinem Rucksack und hielt es uns vor die Nase. Es handelte sich um eine Pressemitteilung von einem der Umweltämter. Also, ich habe das mal recherchiert. Wir Deutschen produzierten 2017 über 3 Millionen Tonnen Plastikmüll. Entrüstet schüttelte er den Kopf. Über 3 Millionen Tonnen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber er war längst noch nicht fertig. Das Schlimmste ist, Jahr für Jahr werden weltweit ca. 300 Millionen Tonnen neues Plastik hergestellt. Das ist so mega viel, dass eine Schlange von Lastwagen beladen mit diesem Plastik 3-mal um die Erde reichen würde. Bam! Was er da sagte, traf uns mit voller Wucht. Mit betretenem Gesicht versteckte Trixi sofort die Plastikfolie in ihrem Rucksack. Also immer brav zu trennen, ist zwar schön und gut, sagte Einstein abschließend, aber die Lösung ist eine ganz andere. Und welche?
fragte Trixie. Ganz einfach, erklärte Einstein, weniger Plastikmüll anzuhäufen. Am besten gleich beim Einkauf darauf zu achten, welche Produkte in Plastik verpackt sind und welche nicht. Stimmt, gab ich ihm recht. Wir als Verbraucher haben die Macht. Wenn wir weniger von diesen Sachen einkaufen, müssen die Hersteller sich etwas einfallen lassen. In diesem Moment ließ sich neben uns eine Frau mit ihren zwei Kindern nieder. Die Kinder waren Zwillinge und vielleicht 7 Jahre alt. Ich habe Hunger, jammerte das Mädchen und kramte ungeduldig in der Tasche ihrer Mutter. Gleich gibt es was, versuchte diese sie zu beruhigen. Doch das Mädchen quengelte weiter. Mit offenem Mund sahen wir der Frau dabei zu, wie sie zuerst 3 Strohhalme samt Wasserflaschen und dann noch 3 eingeschweißte Sandwiches auspackte. Das ganze Essen und Trinken war in Plastik verpackt. Und als wäre das noch nicht genug, holte sie auch noch eine dieser Bonbon-Tüten heraus, in der jedes Bonbon nochmal extra verpackt war. Also an der ist die ganze Plastikdiskussion wohl total vorbeigegangen, flüsterte ich meinen Freunden hämisch zu. Wenigstens die Getränke hätte sie in einer eigenen Flasche mitbringen können, sagte Einstein genervt. Leute, flüsterte jetzt Trixie, diese Frau braucht dringend einen Denkzettel. Wir warteten, bis die 3 mit ihrer Brotzeit fertig waren und zu den Sprungbrettern liefen. Glücklicherweise ließ die Frau ihre Tasche und das Essen am Platz liegen. Schnell zog Trixie einen Flyer aus ihrer rosa Bauchtasche, den uns 2 Mädchen auf dem letzten Klimastreik in die Hand gedrückt hatten. Unverpackt Supermarkt stand darauf. Was hast du vor? Fragte ich Trixie neugierig. Wart's ab, antwortete sie geheimnisvoll. Sie holte ihren Kugelschreiber aus der Tasche und schrieb auf den Flyer: Weniger Plastik ist mehr. Die Klimachecker darunter. Dann rutschte sie vorsichtig zum Platz der Familie. Einstein und ich schoben Wache. Doch gerade als Trixie den Flyer in die Tasche der Frau stopfte, sah die in unsere Richtung und rief, »Eh, was machst du denn da?« Als hätten uns 1000 Nadeln gestochen, sprangen wir turboschnell von unserem Platz auf, schnappten unsere Rucksäcke und liefen Richtung Umkleide. Am nächsten Tag in der Schule hatten wir kein anderes Thema mehr als den Spaß, den wir uns mit der Frau und ihren Zwillingen gemacht hatten. Die Frau hat bestimmt überhaupt nichts gecheckt. Aber Spaß gemacht hat's trotzdem, sagte Trixie. Ich nickte. Ja, sowas sollten wir öfters machen. Dann hatte ich eine Idee. Bevor man nämlich andere kritisiert, sollte man schließlich mit besserem Beispiel vorangehen. Lasst uns selbst überlegen, wie und wo wir Plastik einsparen können und eine Challenge daraus machen. Ich zeigte mit dem Finger auf einen der Mülleimer in der Ecke des Pausenhofs. Er quoll fast über. So viel Abfall war darin. Das da geht echt nicht mehr. Abgemacht, sagte Einstein. Und am Ende der Woche berichten wir von unseren Erfahrungen. Schnell hatte jeder von uns seinen persönlichen Antiplastikvorsatz gefasst. Trixie wollte nach einer Alternative für unsere Schokokekse suchen. Einstein nahm sich vor, diese Zahnputztabletten auszuprobieren, die es in jedem Unverpacktladen zu kaufen gab. Und mein Vorsatz war, Gummibärchen nur noch lose einzukaufen. Mal sehen, ob wir das wirklich durchhalten würden. Ja, ob Sie es durchhalten, das erfahrt ihr natürlich in dem Buch. Das könnt ihr lesen und zum Beispiel in der Münchner Stadtbibliothek ausleihen. Aber Veronika Wiggert, die 3 fassen ja ihren Beschluss, auf Plastik zu verzichten. Mhm. Wie einfach ist das denn wirklich? Fasst man so den Entschluss und dann funktioniert das? Nee, das wollte ich auch in dem Buch herausarbeiten, dass es eben nicht immer so einfach ist. Also bei Marlin zum Beispiel, die wollte ja ihre Süßigkeiten nur noch lose einkaufen. Und die merkt dann auch, das kommt dann in dem Buch, dass sie immer dann, wenn sie ihre Box brauchte, in die sie dann diese losen Süßigkeiten reinsteckt, nie dabei hatte. Und dann hat sie irgendwann dann natürlich überlegt, wie mache ich das jetzt? Und dann hat sie in jeden Rucksack, steckt sie jetzt halt einfach ihre Boxen oder Tütchen rein oder sie steckt sie einfach in die Hosentasche
Und sie meinte dann, das Gute ist aber, wenn man die dann vergisst, die Sachen, also die Boxen oder so, oder in die Hosentaschen steckt, dann kann man ja nicht so viel kaufen. Und dann isst man auch weniger Süßes. Und ja, ich selber merke es auch, also ich versuche mit meinen Kindern, die sind 8 und 10 mittlerweile, auch auf Plastikverpackungen zu verzichten, aber es schleicht sich dann doch immer irgendwie der Gewohnheitsbär ein. Mhm. Also mal gelingt es gut, mal nicht. Was immer gut geht, ist eben dieses Gemüse und Obstlose einzukaufen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mhm. Ja, die kleinen Schritte zählen im Leben, genau. Nicht wahr? Genau. Und ja, die drei gründen ihren eigenen Verein, die Klimachecker, das sagt ja auch schon der Titel. Und wie reagieren die Erwachsenen darauf? Unterstützen die Erwachsenen die Kinder bei ihrem Vorhaben oder kriegen sie auch ein bisschen Gegenwind? Also, sie haben zum Glück Erwachsene wie Marlins Vater Bernd, der ist Geologe und arbeitet für einen Umweltverband, also der ist schon sehr pro dieses Themas. Aber es gibt schon einige Erwachsene, wie wir jetzt auch in dem Klimastreik-Kapitel gesehen haben, die die Kinder nicht ernst nehmen und sagen, ah, was schwänzt ihr die Schule, ihr vergeudet eure Zukunft, kümmert euch lieber ums Lernen und nicht ums Klima. Oder auch später im Buch dürfen ja die Klimachecker mit Vater Bernd nach Venedig reisen, weil er zu einem Klimakongress eingeladen wurde. Und da gibt es dann einen ganz fiesen Professor, der die einfach rausschmeißt aus dem Vortrag und sagt, Kinder haben hier nichts zu suchen, geht weg, ihr seid noch zu klein. Sie finden aber eine richtig, richtig nette Wissenschaftlerin auf dem Kongress auch, die ihnen zuhört, die sie ernst nimmt, die ihnen auch Sachen erklärt, wie das eben alles zusammenhängt und dass es auch nicht so einfach ist mit dem Plastikmüllverzicht und dadurch auch die Weltmeere, dass es alles so komplex ist und auch Bioplastik, was ja auch dann in dem Buch auftaucht, dieser Begriff, dass es auch alles dann wieder einen anderen Rattenschwanz mit sich zieht, also dass man dafür dann halt eben große Ackerfelder freiroden muss, damit man diese nachwachsenden Rohstoffe anbauen kann, dass dann Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden und man dafür dann vielleicht kein Plastik hat, aber eben andere Sachen. Also es ist, die Welt ist mittlerweile so vernetzt, so kompliziert, dass man nicht einfach eine Sache weglassen kann und dann ist alles gut. Und das lernen die Klimachecker auch und deswegen ist ja ihr Allheilmittel einfach achten, darauf achten, dass man eben nicht sinnlos konsumiert und sinnlos verbraucht. Und am Schluss entdecken sie ja noch diesen Plastikskandal. Da hilft ihnen eben die Wissenschaftlerin auch sehr. Und ja, es wird dann noch eine richtig spannende Geschichte am Schluss. Ein richtiger Krimi. Genau. Genau. Ja, und das Gute an dem Buch, jetzt auch nochmal aus meiner Sicht, dieses Thema Unterstützung und Informationen, die ja sehr wichtig sind, wenn man sich für etwas Gutes einsetzen möchte, das finden die Kinder oder die Leserinnen und Leser auch in dem Buch. Am Ende gibt es nochmal ein kleines Lexikon sozusagen mit den wichtigen Begriffen. Es gibt auch nochmal Beispiele für Organisationen, wo man Informationen und auch Unterstützung finden kann oder besser gesagt, wo man sich auch dann engagieren kann für das Thema. Ich kann es also nur empfehlen. Ja, kommt in die Bibliothek oder geht in den Buchhandel. Genau. Vielen Dank. Danke auch.